Gut, also. Schauen wir mal, was ich für euch habe. Ich habe eine Predigt mitgebracht, die hat ein Thema. Und wenn ihr euch fragt, wie bin ich auf dieses Thema gekommen, das wird auch eine zweiteilige Predigtreihe. Das heißt, ihr müsst nächste Woche wiederkommen, um zu wissen, wie die ganze Sache dann ausgeht. Die Frage, die im Raum steht, ist, was macht Christen, also Leute, die in eine Gemeinde wie unsere gehen, was macht die eigentlich anfällig dafür, ihren Glauben wieder zu verlieren? Und die Frage beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Zeit. Hintergrund ist, dass wir gerade erleben, wie liberale Strömungen der Christenheit immer mehr Zulauf bekommen und es immer mehr Christen gibt, die ihren Glauben, sie nennen das dekonstruieren. Das heißt, die Bibel als Gottes Wort ablehnen und dann entweder im Agnostizismus, im Unglauben landen oder in einer Art von, ich nenne es mal Christentum, so mit Anführungs- und Schlusszeichen, wo ich sage, das nennt sich zwar noch Christentum, das hat aber nicht mehr viel mit dem Original zu tun. Da fehlen ganz wesentliche Elemente und das kann sein der stellvertretende Opfertod Jesu Christi, das kann sein, dass neben dem Kreuz dann auch die Auferstehung geleugnet wird, dass man nicht mehr glaubt an ein ewiges Gericht, dass man mit der Wiederkunft Jesu nicht rechnet, dass selbst die Existenz von dem Teufel nicht mehr geglaubt wird. Und dann landet man da und ich frage mich, wie kann das sein, dass es gerade so einen Trend dorthin gibt, dass immer mehr Leute so eine Art von Christentum toll finden. Und ich frage mich, wie das sein kann, vor allem, weil ich merke, dass diese Entwicklung, die betrifft Generation Z. Ganz besonders stark. Frage, was ist Generation Z? Ganz einfach sind die nach 2000 Geborenen. Das sind die, die mit dem Handy groß geworden sind. Also die schon quasi, die ein Leben ohne Handy nicht mehr kennengelernt haben. So die Boomer, so wie ich, ja, die sind noch, ich sage euch, ich kann mir das noch gut vorstellen, ohne Handy zu leben. Nimm mal einen Teenie heute, ja, und sag mal, es gab eine Zeit ohne Handys. Und dieser Trend, man nennt das im Amerikanischen Deconversion, auf Deutsch der Entkehrung, der läuft, wie gesagt, in den Staaten schon ein paar Jahre. Da gibt es Studien, da gibt es Doktorarbeiten dazu. Dieser Trend ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Und es ist die, entschuldigt, Leistung, wirklich mit Anführungs- und Schlusszeichen, von, ich sag mal, YouTube-Kanälen wie oder von Vortragsreihen von worthaus.org, von Hossa Talk, wenn ihr das mal gehört habt, Movecast, Podcast oder aktuell die sogenannte transformative Ethik von Thorsten Dietz und Tobias Feix, die tatsächlich den Glauben bereiten für echte Glaubenszweifel, für eine Abkehr von zentralen Wahrheiten des Glaubens und damit für ganz viele, gerade junge Menschen, eine Abkehr wirklich vom Glauben. Es ist ein großer Trend, der in Deutschland gerade noch am Anfang steht. Wir haben euch nicht umsonst als Älteste von Jenny eine Einführung geben lassen in liberale Theologie. Da kommt etwas auf uns zu, wo man am Ende, wenn man schaut, was die Leute dann, wenn sie ihren Glauben dekonstruiert und so aus den letzten Resten wieder etwas rekonstruiert haben, wenn man sich das anschaut, dann ist das nicht mehr Christentum, sondern ich habe dem persönlich einen Namen gegeben, ich nenne es Pippiismus. Von Pippi Langstrumpf. Ja, weil wer das nicht kennt, Pippi Langstrumpf ist eine Figur. Astrid Lindgren hat die erschaffen in Kinderbüchern. Und da gibt es, bei den Filmen gibt es so ein Lied, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja? Und so ähnlich kommen mir die Leute vor, die das Christentum nehmen, alles rausschmeißen, was ihnen nicht gefällt. Am Ende etwas zurückbehalten, was sie auch irgendwie noch christlich nennen. Aber ganz ehrlich, für mich ist da nicht mehr viel Christentum drin, auch nicht mehr viel Glaube drin, auch nicht mehr viel Errettung drin. Ich meine, das dürfen wir nie vergessen, der Herr Jesus kam, damit Menschen gerettet werden. Und das eine ist, dass jemand etwas anderes denkt, das andere ist festzustellen, dass nicht jeder Glaube rettet. Und das ist eben die Tragik dabei. Wir sehen, wie im großen Stil evangelikale, ehemals bibeltreue Leute auf liberale Theologie hereinfallen. Und ich frage mich einfach, warum. Ich frage mich deshalb, warum, weil eigentlich sind das, wenn wir das mal biblisch betrachten, einfach nur moderne Sadduzäer.
Und wir könnten ihnen genau das antworten, was der Herr Jesus den Sadduzäern um die Ohren gehauen hat. Ja, da kommen die Sadduzäer mit ihrer komischen liberalen Theologie und Jesus sagt einfach, ihr irrt. Warum? Weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und das ist bis heute genau das Gleiche. Ich muss meine Bibel kennen und ich muss darauf vertrauen, dass Gott ein Gott ist, der mächtig ist, der groß ist, der Dinge tun kann, die ich mir natürlich nicht vorstellen kann. Sonst wäre es ja nicht Gott, Entschuldigung. So. Wie gesagt, dieser Trend hin zu einer liberalen, zu einer progressiven Theologie oder gleich ganz zu einem dekonstruierten Glauben, der im Unglauben landet, dieser Trend ist ganz stark bei den Jüngeren und ich frage mich, woran das liegt. Und ich möchte heute mit euch eine erste Idee entwickeln, die uns vielleicht allen hilft, ein wenig über unser eigenes Leben nachzudenken und dabei mal einen Blick auf unsere Gewohnheiten zu werfen. Ich habe euch heute 5 Gedanken mitgebracht und die These hinter meiner zweiteiligen Reihe lautet, wir ignorieren die Macht von Gewohnheiten. Das ist meine These. Nochmal, wir ignorieren die Macht von Gewohnheiten. Woher kommt das? Und ich möchte mit einem Bibelvers anfangen, den wir auf der Sommerbibelschule hatten, nämlich Philipper Kapitel 1, Vers 9. Philipper Kapitel 1, Vers 9, das ist ein Gebet von Paulus und er betet, und mir geht es jetzt nur um die Reihenfolge, ihr müsst das einfach nur lesen und die Reihenfolge, die da steht, die ist interessant. Paulus sagt, und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und Wahrheit. Nur bis dahin, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und Wahrheit. Also was kommt zuerst? Die Liebe. Und dann kommt Erkenntnis und Wahrheit oder Einsicht. Und ich weiß nicht, ob euch diese Reihenfolge verblüfft. Weil, also als ich das las, war ich im ersten Moment schon ein bisschen verwundert. Ich hätte das irgendwie andersherum erwartet. Versteht ihr? Ich hätte erwartet, erst kommt das Wissen und dann, weil ich ja was weiß, kommt aus dem Wissen die Liebe. Das ist doch der Grund, warum ich predige, oder? Also wenn ihr mal ganz nüchtern seid, ja, ich vermittle euch gerade Wissen, damit ihr etwas versteht, vielleicht versteht, wie man Gott liebt, ein heiligeres Leben führt, Frucht des Geistes sich entfalten und so. Ich vermittle euch das doch mit dem Wunsch, dass ihr dann was draus macht, oder? Also könnte man denken, erst kommt das Wissen und dann kommt das Verstehen und das Umsetzen. Und jetzt kommt hier so ein Vers und ich merke, das stimmt nicht. Und keine Angst, ich will mich nicht arbeitslos machen, ich werde weiter predigen. Aber es gibt da einen Denkfehler. Und den müssen wir begriffen haben. Und der Denkfehler lautet, wenn ich viel weiß, dann werde ich Gott viel lieben. Das ist ein Denkfehler. Also wenn sich das noch positiv bei euch anhört, das soll es nicht. Wenn ich viel weiß, dann werde ich Gott viel lieben? Nee. Oder je mehr Predigten ich höre, desto mehr werde ich an Gott hängen. Nee. Oder je mehr theologische Bücher ich gelesen habe, desto fester werde ich im Glauben. Nee. Okay, habt ihr jetzt soweit. Das ist falsch. Das wäre die Richtung, erst kommt das Wissen und wenn ich nur genug Wissen aufhäufe, dann kommt irgendwie die Liebe. Das stimmt aber nicht. Paulus dreht hier in Philipper 1, Vers 9 die Reihenfolge um. Erst kommt die Liebe und dann kommt Erkenntnis und Einsicht. Oder anders ausgedrückt, aus Liebe wird Wissen. Oder lasst es mich, und das ist mein erster Gedanke, lasst es mich so ausdrücken. Wir sind viel mehr Bauch als Kopf. Vielleicht glaubst du das nicht, aber glaub es, nimm es mal an, wir sind viel mehr Bauch als Kopf. Wir denken nämlich nicht ständig nach, was wir als Nächstes tun sollen oder wie wir leben sollen. Nein, tun wir nicht, wir leben einfach so. Es gibt das, was die Psychologie nennt, das adaptive Unterbewusstsein. Wenn dir das zu kompliziert ist, nenn es Autopilot. Das heißt, du lebst einfach. Ist dir das mal aufgefallen? Also, du lebst einfach. Das geht einfach und nur ganz selten muss man mal so richtig intensiv nachdenken, was könnten wir jetzt machen. Der Rest läuft irgendwie einfach so. Und das bedeutet nichts anderes als, du bist viel mehr Bauch als Kopf. Erster Gedanke.
Zweiter Gedanke. Das Evangelium, die frohe Botschaft von dem Herrn Jesus, das Evangelium ist dazu da, dass wir es lernen, wahre Menschen zu werden. Ich glaube, da würden wir als Gläubige das alles unterstreichen. So, Menschsein heißt, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, Menschsein heißt im Kern, für etwas oder für jemanden zu sein. Oder, ein bisschen netter formuliert, etwas zu lieben. Wobei Liebe an der Stelle weniger eine bewusste Entscheidung ist, als vielmehr diese grundsätzliche innere Ausrichtung des Menschen. Also die Einstellung meines Autopiloten. Ja, das, worauf mein Autopilot getrimmt ist, da wo ich hinfliege, das ist das, was ich liebe. In jedem Menschen steckt Sehnsucht. Und zwar die Sehnsucht, ich sag's mal, nach einem guten Leben. Oder mit den Worten der Bibel, nach einem Königreich. Ich suche etwas oder jemanden, wofür es sich zu leben und ich hoffe auch zu sterben lohnt. Das ist das, was ganz tief im Menschen drin steckt. Und wenn wir erstens tatsächlich mehr Bauch sind als Kopf und wenn wir als Menschen nicht anders können, als für etwas zu leben. Und ihr müsst mal, das sieht man ja auf YouTube irre, wofür Leute leben, was Leute zu ihrem Lebensinhalt machen. Das ist absolut irre. Da gibt es Leute, deren Leben dreht sich darum, Fisch zu schneiden, also Sushi zu machen. Oder darum, was weiß ich, auf zwei Fingern so Handstände zu machen. Das geht alles. Das ist absolut irre. Der Mensch braucht etwas, wofür er lebt. Und es ist logisch, dass wir diese Sehnsucht in uns tragen, weil wir sind im Bild eines dreieinigen Gottes geschaffen. Ein Gott, der in sich Liebe und Beziehung trägt, hat uns geschaffen und hat diesen Wunsch, diese Sehnsucht danach für etwas anderes, für einen anderen zu leben, tief in uns hineingelegt. Und deswegen können wir für uns selbst formulieren, ich bin, wonach ich mich sehne. Diese tiefste Sehnsucht in mir, das ist das, was mich persönlich in meinem eigenen Menschsein definiert. Frage, warum ist der Habsüchtige ein Götzendiener und nicht einfach nur sparsam? Habt ihr euch das mal gefragt? Also warum ist der Habsüchtige, der immer mehr haben will, nicht einfach nur jemand, naja, der sorgt halt ordentlich für die Zukunft vor? Frage, Antwort, weil er sich nach immer mehr Wohlstand sehnt. Und damit wird diese Sehnsucht in ihm nach immer mehr haben, das wird diese Liebe zum Geld, die Liebe zum Besitz, wird für ihn zum Götzen. Und er bleibt Götzendiener auch dann, wenn er sonntags in den Gottesdienst geht. Oder wenn er sogar Bibelverse auswendig gelernt hat, dass das mit der Habsucht falsch ist. Solange in seinem Herzen diese Sehnsucht da ist und er dafür lebt, bleibt er ein Habsüchtiger, ein Götzendiener. Und deswegen, ich bin, wonach ich mich sehne. Und deswegen, ich verkürze den Gedanken mal, Gedanke Nummer 2. Ich bin, was ich liebe. Gedanke Nummer 3. Diese Liebe, die ich da in mir trage, ist eine Tugend. Wisst ihr, was eine Tugend ist? Eine Tugend ist ein Verhalten, das ich automatisch mache, wo ich nicht drüber nachdenken muss. So ein innerer Impuls, der kommt und dann mache ich das. Ich folge ihm. Und wenn man den Gedanken ein Stück weiter treibt, dann ist ein Charakter die Summe dieser Tugenden. Okay? Also die Summe der Tugenden und von mir auch der Untugenden, der Laster. Wenn ich das mal so zusammennehme, das, so, was du automatisch bei einem Menschen erlebst, wenn du mit ihm zusammen bist, das ist sein Charakter. Die Summe der Verhaltensweisen, die du erwarten darfst, wenn du mit ihm zu tun hast. Ein Beispiel. Wie ist Jürgen? Naja, Jürgen ist kein Schläger. Warum? Naja, weil du das noch nicht erlebt hast. Aber, um mal was Negatives über mich zu sagen, Jürgen ist hastig. Ja, das ist er. Woher weiß ich das? Oder woher könntest du das wissen? Ganz einfach. Erlebe mich auf einer normalen Gemeindemitgliederversammlung. Du musst nur genau hinhören. Ich bin der Typ für die schnelle Lösung.
Ich will das Problem vom Tisch haben. Da kann die Lösung ein bisschen radikal sein, aber bloß weg damit. Das bin ich hastig, so nennt man das. Ja? So ein bisschen der Typ, der mit dem Hang zum, ich sag's mal, ein klein bisschen zu wenig nachdenken. Das bin ich. Das ist mein Charakter. Und du erlebst meinen Charakter tatsächlich einfach dadurch, dass du mit mir zu tun hast. Weil das sind diese, da muss ich mich, nicht anstrengen. Ach, jetzt will ich aber mal hastig auftreten. Ich muss mich auch nicht anstrengen, dir keine zu kleben. Das bin ich einfach. Das kommt automatisch. Und deswegen ist die Summe der Tugenden, der Summe dieser automatischen Dinge, die man halt so tut, ist mein Charakter. So, Frage. So eine Tugend, so etwas, was automatisch passiert. Wie erlernt man eine Tugend? Also wie erlernt man einen Automatismus? Und jetzt eben ganz wichtig, nicht durch Wissen. Logisch. Wissen macht nur dann mehr Tugend, mehr Charakter, wenn ich das Wissen anwende. So, Wissen ist nicht grundsätzlich schlecht. Ich bin total dafür, dass wir viel wissen. Aber so notwendig es ist zu wissen, was Gott möchte, so wenig hinreichend ist es, wenn wir aus dem, was wir da wissen, nicht eine Gewohnheit machen. So, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Tugenden, Charakter, lernt man durch Gewohnheiten. Eine Gewohnheit führt dazu, dass ich ein bestimmtes Verhalten, das ich an den Tag legen möchte, ein bestimmter Charakterzug, den ich entwickeln möchte. Eine Gewohnheit führt dazu, dass sich mein Verhalten automatisiert und dann tatsächlich die Sache, um die es geht, Teil meines Charakters wird. Ich sage das nochmal, nicht lernen, sondern üben, verändert den Autopiloten. Wichtiger Punkt, ich hoffe, ihr versteht, dass er wichtig ist. Wenn Liebe nämlich eine Tugend ist und Tugenden durch Gewohnheiten geformt werden, dann präge ich meinen Liebeskompass, dann präge ich mich selber in meinem Innersten durch die Gewohnheiten meines Lebens. Und das ist tatsächlich schon die wichtigste Botschaft der heutigen Predigt. Wenn ich als Mensch dazu gemacht bin, zu lieben. Und wenn Liebe geprägt wird durch Gewohnheiten und nicht durch das, was ich weiß. Ich kann eine Sache wissen und ganz anders leben. Wenn das so ist, dann ist es tatsächlich so, dass ich meinen inneren Liebeskompass dadurch präge und ausrichte, dass ich bestimmte neue, zielgerichtete Gewohnheiten lebe. Also Gedanke Nummer eins war, wir sind viel mehr Bauch als Kopf. Gedanke Nummer zwei, ich bin, was ich liebe. Und dann der dritte Gedanke, Gewohnheiten prägen, was ich liebe. So, ich will das noch einmal sagen. Wie bekommt meine Liebe? Und es geht hier um den Bauch, es geht um den Autopiloten. Wie bekommt meine Liebe im Leben ein Ziel? Wie richte ich mich als Mensch aus? Antwort, wir lernen das Lieben nicht durch gute Informationen darüber, was wir lieben sollen. Du kannst, und ich meine das ernst, als Prediger ernst, du kannst 1000 Predigten darüber hören, dass du Gott lieben sollst und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ohne auch nur ein Futzelchen liebevoller zu werden. Das ist die traurige Wahrheit, dass Wissen dich nicht zwangsläufig verändert. Wir lernen das Lieben nicht durch mehr Information, sondern durch neue Gewohnheiten. Es ist die Praxis unseres Lebens. Es ist, wie wir leben. Es sind die Gewohnheiten, die unser Herz kalibrieren und uns als Menschen ausrichten. Also, was ich tue, prägt mein Innerstes, nicht das, was ich weiß. Das war Gedanke 3. Gewohnheiten prägen,
was ich liebe. Ich mache mal ein Beispiel, damit wir jetzt nicht nur so völlig abstrakt unterwegs sind. Nehmen wir mal an, du sitzt hier in der Gemeinde und denkst dir, hey, Bruderliebe ist eine coole Sache, die Liebe zu den Geschwistern. Ich möchte es lernen, meine Geschwister mehr zu lieben. Die sind mir irgendwie fremd, jetzt kommen ständig neue Leute dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinterherkommen soll. Okay. Du kannst dafür beten, dass Gott dir Liebe für die Geschwister schenkt, aber, das mag ich dir von hier vorne sagen, das bringt nichts. Das bringt deshalb nichts, weil tatsächlich Gott seinen Part schon getan hat. Er hat dir nämlich bereits einen Geist der Liebe geschenkt. Also Gott sagt, du hast doch schon. Ja? Da ist ein Geist der Liebe und ein Geist der Kraft, das ist schon in dir drin. Und er hat ja übrigens auch in seinem Buch geschrieben, ja, dass du lieben sollst. Also er hat es dir schon gesagt und er hat schon von seiner Seite alles gemacht. Es geht überhaupt nicht darum, dass Gott uns noch irgendwas geben könnte, damit wir irgendwie liebevoller würden. Ich brauche also nicht mehr Gebet und ich brauche auch nicht noch eine Predigt über, wie wichtig es ist, die Brüder zu lieben oder die Geschwister zu lieben. Ich brauche eine neue Gewohnheit. Und deswegen, wenn du da sitzt und sagst, ah, ich würde gern so jemand werden, der einfach liebevoller mit Geschwistern umgeht, schaffe eine neue Gewohnheit. Ich habe mal eine mir überlegt. Jetzt nicht, dass du die genau machen musst, aber damit du eine Vorstellung davon bekommst, was das heißt. Also mehr Liebe gewinnen. Wie würde ich das machen? Well, du könntest zum Beispiel sagen, ich lade fremde Geschwister zu mir nach Hause ein. Und ich sage ihnen von vornherein, hör her, ich will mich nur eine Stunde mit dir unterhalten. Es gibt Streuselkuchen und eine Kanne schwarzen Tee. Wenn du sagst, ich werde jetzt jede Woche ein, zwei Geschwister zu Streuselkuchen, schwarzem Tee für eine Stunde einladen, um mich mit ihnen zu unterhalten, dann wäre das eine neue Gewohnheit. Soll ich dir was sagen? Du machst das 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen und die Gewohnheit wird dein Herz ausrichten. Nicht das Wissen darum, dass Bruderliebe grundsätzlich wichtig wäre, sondern die Gewohnheit wird machen, dass du anfängst, die Geschwister zu lieben. Warum ist das so? Weil du so tickst. Du bist einfach als Mensch so. Da kannst du machen, was du willst. Die Gewohnheit wird dein Innerstes, dein Herz kalibrieren und plötzlich, wenn du vorher vielleicht so ein Geschwistermuffel warst, der so in der Ecke saß und so dachte, ich bin mir selbst genug und hoffentlich spricht mich keiner an, es wird wahrscheinlich kein Vierteljahr dauern und du entwickelst plötzlich in dir eine Sehnsucht nach Geschwistern, wo du dann denkst, was ist das denn? Könnte das Bruderliebe sein? Verstehst du? So entsteht das. Gewohnheiten konfigurieren unser Herz. Gewohnheiten bestimmen, was wir lieben. Machen wir weiter. Wenn es stimmt, dass Gewohnheiten mein Herz ausrichten, dann gilt das für Gewohnheiten, die wir bewusst praktizieren. Thema Tee und Streuselkuchen. Das gilt aber, und da wird es jetzt heikel, auch für Gewohnheiten, die wir unbewusst praktizieren. Ich hoffe, ihr seid noch da, weil jetzt wird es total spannend. Ich kann, ohne dass ich das so recht merke und auch nicht will, mein Herz auf falsche Ziele ausrichten bzw. ausrichten lassen. Und das ist der vierte Gedanke. Und der heißt, die säkulare Kultur, die Welt, in der ich lebe, prägt mein Herz durch säkulare Gewohnheiten. Ich hatte das vorhin gesagt, Menschsein besteht darin, dass ich mich ausrichte, für etwas lebe. Eine Sehnsucht nach gutem Leben stille. Wir sind, weil wir einen Geist von Gott geschenkt bekommen haben, viel, viel mehr als einfach nur Tiere. Wir brauchen tatsächlich ein Evangelium. Wir brauchen eine gute Nachricht, wir brauchen einen Sinn, wir brauchen ein Ziel im Leben. Wir wollen, dass unser Herz sich verliebt. Und du kannst Schlimmes erleben, dann wird diese Sehnsucht vielleicht verschüttet sein, aber wenn du mal wieder still und allein und ehrlich bist, dann sehnt sich unser Herz danach, sich zu verlieben. Und eigentlich nicht einfach nur in einen Menschen, sondern in etwas viel Größeres, in etwas, wofür es sich lohnt, das gesamte Leben hinzugeben. Und es bleibt bei dieser Sehnsucht des sich verlieben Wollens nur die Frage, in wen. Und jetzt wird es halt spannend. Nur weil ich behaupte, dass ich Gott liebe, heißt das noch lange nicht, dass ich es wirklich tue.
Das ist das eigentliche Problem. Ich kann behaupten, dass ich an Gott hänge und ich kann mit meinem ganzen Leben, mit meinen Gewohnheiten das durchstreichen. Kommen wir nochmal zu den säkularen Gewohnheiten. Ich lebe in einer Welt, und ich glaube, ihr empfindet das auch so, ich lebe in einer Welt, die mich erziehen will. Und zwar dazu erziehen will, ein anderes Evangelium lieb zu gewinnen. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass die intellektuellen Herausforderungen der Welt, in der ich lebe, ja, die Lügen, mit denen sie mich bombardiert, dass das nicht eigentlich mehr das Problem ist. Warum? Ey, ganz ehrlich, die Lügen, die so ganz offensichtlich kommen. Ja, sorry, die kommen, die sieht man, da denkt man drüber nach, schmunzelt ein bisschen und weiß, dass sie nicht wahr sind. So, die Lügen dieser Welt, wenn sie das, was mir die Welt als Pseudo-Wahrheiten präsentiert, das ist nicht mehr mein Problem. Aber wenn das stimmt, dass ich mir Bauch als Kopf bin, wisst ihr, dann habe ich mehr Angst vor den Gewohnheiten. Gewohnheiten, zu denen diese Welt mich versucht, ohne dass ich das so richtig mitbekomme. Ich lebe in dieser Welt und ich mache so ein bisschen mit, was alle machen. So die ganz normalen Sachen, die jeder macht, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke, weil es doch völlig klar ist, dass man so zu leben hat, weil das doch die Welt ist, in der wir leben. Und jetzt merke ich plötzlich, diese Gewohnheiten, die scheinbar normal sind, wo wir halt einfach mitmachen, weil wir auch in dieser Welt leben. Diese Gewohnheiten können unser Herz unbewusst auf ein falsches Evangelium ausrichten. Einfach dadurch, dass wir so leben wie alle anderen. Und ich möchte euch ein simples Beispiel machen, damit ihr mich versteht, weil ich glaube, dass es ein Riesending ist. Wenn jemand uns die Idee verkaufen will, dass Konsum Leben ist, okay? Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, Leben ist Shoppen. Ich lebe, weil ich shoppe. Ja, wenn das jemand sagen würde, dann würdest du einfach mit dem Kopf schütteln und sagen, was für ein Quatsch. Hoffe ich jedenfalls. Wir wissen, dass Leben etwas ganz anderes ist, als einzukaufen, als Besitz, als Wohlstand. Das wissen wir. Aber was, wenn ich jeden Tag Zeit auf Amazon verbringe? Oder auf andere Seiten? Seiten, die mich mit Sonderangeboten fluten, mit Ideen, was ich mir noch kaufen könnte, was auch noch schön wäre, was auch noch gut zu dem passen würde, was ich schon habe. Was würde diese Gewohnheit mit meinem Herz machen? Spannend, oder? Und ich kann es dir sagen, es würde mein Herz wohl kaum ausrichten auf Genügsamkeit, auf Verzicht oder auf Selbstverleugnung. Alles Begriffe, die der Herr Jesus bringt. Amazon predigt meinem Herzen das Evangelium eines guten Lebens, das darin besteht, dass ich mir kaufe, was ich haben will, und zwar sofort. Und wenn ich Amazon besuche, dann predige ich mir selber dieses Evangelium unbewusst. Und ich hoffe, ihr merkt etwas von der Spannung. Ich habe auf der einen Seite 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6, wo steht, dass Gottseligkeit mit Genügsamkeit ein großer Gewinn ist. Das heißt, der Jackpot im Leben besteht darin, dass ich Gott habe, mit ihm lebe und zufrieden bin mit dem, was Gott mir gibt. Das weiß ich, das ist in meinem Kopf. Aber jedes Mal, wo du auf Amazon gehst und länger da drauf bist, predigst du dir das Gegenteil. Ich predige meinem Herzen ein falsches Evangelium von dem guten Leben, das deshalb gut ist, weil es shoppt. Und sich etwas gönnt. Und ohne, dass wir das merken, hören wir auf, Gott zu vertrauen und ihn zu lieben und ihm zu folgen. Also, das ist süß, ja? Im Kopf schon noch. Na klar, wenn ich dich frage, ist Konsum böse? Sagst du, ja logisch, ja, wir wollen doch hier nicht. Und dann deine Gewohnheit zieht dein Herz weg. Und du stehst in dieser Spannung. Du weißt, im Kopf ist das richtig. Und natürlich kommt das auch immer mal wieder hoch im Gebet und bei der Bibellese und im Gespräch mit Menschen. Und dann auf der anderen zieht es dich wieder hin. Du weißt gar nicht so, wo du dein... Verstehst du? Dieses Herz wird ständig in die eine oder andere Richtung. Das sind zwei Evangelien, die gepredigt werden, die ich mir selber predige. Wenn ich in der Bibel lese, das eine. Wenn ich shoppen gehe, das andere.
Und ich merke, in meinem Bauch kommt es dann plötzlich dazu, dass, wenn ich nicht aufpasse, mein Herz für einen anderen Herrn schlägt, nämlich für den Mammon. Das war jetzt nur ein Beispiel, bitteschön. Es ging mir nur darum, dass ihr ein Beispiel habt, um das mal festzumachen mit säkularen Gewohnheiten, die man gar nicht mitkriegt, weil man denkt, na, das geht doch gar nicht anders, das macht doch jeder so. Stimmt? Ich bin nicht, was ich weiß, sondern ich bin, was ich liebe. Und durch das Eintauchen in kulturelle Gewohnheiten richte ich mein Herz aus. Nicht unbedingt bewusst, aber unterbewusst. Und das ist vielleicht noch viel schlimmer. Denn diese säkularen Gewohnheiten werden mein Leben formen. Sie werden mich, ohne dass ich das so richtig merke, Schritt für Schritt von Gott entfernen. Und deshalb, vielleicht so als Aufgabe für die kommende Woche, denke darüber nach. Denke mal darüber nach, was du tust. Was sind das für Gewohnheiten, die in deinem Leben präsent sind? Wo kommen die her? Und diese Gewohnheiten, die da sind, wie richten die dein Herz aus? Und dann die Frage, woran hängt dein Herz wirklich? Denn das, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Jemand hat mal gesagt, und ich mochte diesen Satz, deswegen bringe ich ihn hier, Götzendienst ist eher liturgisch als theologisch. Ja, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber ist nicht schlimm. Also Götzendienst ist eher liturgisch als theologisch. Es sind die Gewohnheiten und die Rituale und die Liturgien, die uns prägen. Und zwar in eine andere, von Gott wegführende Richtung. Und es ist sogar noch ein wenig schlimmer, das ganze Thema. Letzter Gedanke für heute, Gedanke Nummer 5. Wir predigen durch unsere Gewohnheiten selber ein Evangelium. Und der Punkt deutete sich ja schon bei dem Amazon-Beispiel an. Unsere Gewohnheiten beschreiben, worauf unser Herz ausgerichtet ist. Das gilt für die Dinge, die wir tun, wie auch für die Dinge, die wir nicht tun. Dazu nächste Woche mehr. Wir predigen uns und wir predigen unseren Kindern durch die Gewohnheiten unseres Lebens, was ein gutes Leben ausmacht. Darf ich das nochmal sagen? Wir predigen uns und wir predigen unseren Kindern durch unsere Gewohnheiten, was ein gutes Leben ausmacht. Und auch wenn diese Predigt oft komplett ohne Worte auskommt, sie wird nachhaltig Frucht tragen. Das garantiere ich dir. Vergesst nicht meine Eingangsfrage, warum Generation Z in der Gefahr steht, so flächendeckend den Glauben zu verlieren. Das ist unsere Herkunft. Da will ich wieder zurück. Nicht heute, nächste Woche. Aber das ist eigentlich die Frage. Und hier, darf ich euch ein Beispiel bringen? Lot. Lot finde ich ganz furchtbar. Lot ist ein gläubiger Mann. Lot ist verwandt mit Abraham. Die beiden ziehen eine Weile gemeinsam. Und dann haben die so viel Besitz, dass diese Nomaden sagen, wir können nicht mehr miteinander, lass uns trennen. Du gehst zu den Weiden, ich gehe zu jenen Weiden. Und Lot sucht sich Weideplätze aus in der Nähe von Sodom und Gomorra. Und bis dahin ist alles in Ordnung. Und das nächste Mal, wenn wir von Lot in der Bibel lesen, da ist er nicht ein Nomade, der irgendwo in der Nähe von Sodom und Gomorra mit seinen vielen Herden umherzieht. Da wohnt er in Sodom. Und Sodom ist eine absolut gottlose Stadt, sodass es später im 2. Petrusbrief über diese Zeit, wo Lot in Sodom wohnt, heißt, 2. Petrus Kapitel 2, Vers 8, der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und nun der traurige Clou. Lot verliert durch Sodom nicht seinen Glauben. Der schafft das irgendwie durchzukommen. Aber seine Töchter schon. Was auch immer Lot seinen Töchtern über Gott beigebracht hat. Die Tatsache, dass er in Sodom lebt, macht alles kaputt. Am Ende zahlen seine Kinder den Preis.
Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Wir predigen durch unseren Lebensstil, das heißt durch unsere Gewohnheiten, ein Evangelium. Wir tun das, weil unsere Gewohnheiten zeigen, worauf wir wirklich ausgerichtet sind. Was uns wirklich wichtig ist. Wer Herr in meinem Herzen ist. Wem meine tiefste Liebe gehört. Und ich möchte, dass wir diese Predigt abschließen, indem wir den Herrn Jesus ernst nehmen, der in der Bergpredigt einmal sagt, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Das heißt, Matthäus Kapitel 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht. Da steht ein, das geht nicht. Das ist eine lebenstechnische Unmöglichkeit. Du kannst nicht, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht. Und deshalb ist das so unendlich wichtig, dass wir im Blick auf die Frage, wem diene ich wirklich? Wem gehört mein Herz? Worauf richte ich mein Herz aus? Was sagen meine Gewohnheiten im Leben aus über die Liebe meines Lebens? Deswegen ist es so unendlich wichtig, dass wir an dieser Stelle ehrlich sind. Wir machen an der Stelle nächste Woche weiter. Zum Schluss nochmal die fünf Gedanken. Gedanke Nummer eins. Wir sind viel mehr Bauch als Kopf. Vergesst das bitte nicht. Gedanke Nummer zwei. Ich bin, was ich liebe. Du bist nicht das, was du zu denken meinst. Schau dir an, was dir wirklich lieb ist. Das ist dein Gott, darauf bist du ausgerichtet. Dritter Gedanke, Gewohnheiten prägen, was ich liebe. Vierter Gedanke, die säkulare Kultur, in der wir ganz normal mitleben, das Amazon-Beispiel, die Welt, in der wir leben, prägt mich, mein Herz, mein Innerstes durch ihre säkularen Gewohnheiten, ob ich das will oder nicht. Letzter Punkt, Gedanke Nummer 5. Wir predigen durch unsere Gewohnheiten ein Evangelium. Und ich möchte da an der Stelle dann nächste Woche weitermachen. Und nochmal mein Tipp, schau dir doch in der kommenden Woche mal mit einem kritischen Blick an, was du so tust. Verstehst du? Also jetzt einfach ganz nüchtern. Wie lebe ich? Warum lebe ich so, wie ich lebe? Und dann die Frage, welches Evangelium predigst du dir durch die Gewohnheiten, die du hast? An der Stelle dann ein Amen.